Herzlich willkommen bei Zocker Andi Let's Play. Wir spielen heute ein neues Tower Defense Game, Bloons 5. Sniper, komm! Sniper! Ja, dass da nichts durchkommt. Zielsuchende Raketenhammer. Super, genau die brauchen wir. Als nächstes hätte ich vor, das hier auszubauen für noch mehr Kohle. Denn ihr wisst, only mouse is nix los. Wir haben, was haben wir überhaupt? Runde 39. Oh, benutzen wir diesen Agenten wieder mal. Jetzt updaten wir die Bananenfabrik. So, jetzt kriegen wir 57 raus. Bei einer Runde extra durch die Bananenfabrik hier. Also das ist sehr interessant. Was können wir hier noch machen? Wir können dem ein bisschen mehr Gas geben, dass er noch mehr reinhaut. Das wäre nicht schlecht zu kaufen. Da sparen wir jetzt auf diese 1100. Die haben wir gleich. So, dann geht der nämlich von Bloon zu Bloon. Ganz wichtig. Zack, 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 zack. Und einen zweiten davon, das wäre auch noch nice. Dann geht es richtig gut. Runde 41. Wir sind gut gerüstet, denke ich mal. Wir sollten den Sniper nur ein bisschen ausbauen. Eventuell ein Super Monkey. Was vielleicht auch nicht schlecht wäre. Oh, die Monkey Village kann ich gar nicht kaufen. Das habe ich jetzt übersehen. Das ist blöd, 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 blöd. Was können wir hier machen? Wir können das updaten. Wir können den updaten, wenn wir die Kohle haben, die wir nicht haben. Ja, das Flugzeug macht es schon. So, da, abgedatet. Na, die Keramikdinger, die sind schon hart, aber dieser Bumerang-Ding ist gut, weil der geht von Bloon zu Bloon. Da sollten wir sogar noch einen zweiten hin, Leute. Der ist wirklich... Ah, scheiße, ich kann ja keine zwei, sehe ich gerade. Von jedem Tower nur einer. Okay, da müssen wir was anderes nehmen. Dann appelliere ich an den Super Monkey. Beziehungsweise die vorhandenen natürlich ein bisschen noch ausbauen. Sparen wir mal Kohle, vielleicht können wir dann direkt das Flugzeug hier auf Max-Stufe. Dann haben wir es nämlich hinter uns, dann haben wir es sozusagen geschafft. Weil, ja, das Flugzeug haut rein, ihr habt es ja gesehen. Also der Bomber, der ist genial. Runde 45 haben wir. Von 65, Stufe Mittel. Ich will nicht sagen hart, aber Mittel ist schon ganz anspruchsvoll. Das ist vollkommen in Ordnung. Der Schwierigkeitsgrad ist auch sehr balanced. Wir müssen das hier nehmen, und zwar Dali. Das war jetzt wirklich fällig. Ah, Super Monkey wird fällig. Oder der Bomber. Was kostet der Bomber? 18.000. Ja, da brauchen wir noch ein paar Runden. Runde 48. Ich könnte die Bananenfabrik verkaufen, aber jetzt wirft sie ja nur mehr Plus ab. Jede Runde, jede Runde, jede Runde Kohle. Also, es wäre eine Geldverschwendung.
Vielleicht mit dem Spezialagenten hier, dass man das noch ein bisschen auszögern, dass ich mir den Bomber leisten kann, bevor ich jetzt zum Beispiel einen Superman kaufe. Der ist zwar nicht schlecht, aber der Bomber ist mit Sicherheit das Beste. Noch geht's. Noch kommen wir hier klar. So, eine Runde vielleicht noch und wir haben's. Runde 49. Schaffen wir das? Ich glaube nicht. So, das war jetzt fällig und jetzt haben wir den Bomber. Ja, wir haben ihn. So, jetzt zieht's euch ein. Jetzt ist Ruhe hier im Karton. Der Bomber soll immer auf... Das steht hier nicht. Der geht auf alle, okay. Alles klar, Runde 49. Als nächstes wird der Sniper hier erweitert, dass er schneller schießt. Oh, scheiße. Ah, das müssten wir aber hinkriegen. Oh, beeil dich ein bisschen. Ah, Bomber hin oder her, es pfeffert schon ordentlich, aber wir haben es ohne Probleme hingekriegt, muss man auch sagen. Der Bomber ist einfach geil, Leute. So, da geht's ab hier. Sniper ist erweitert. Können wir hier noch was machen? Nein. Das können wir nehmen. Na, auf jeden Fall ein Supermonkey wäre nicht schlecht. Wenn ich mir das so ansehe, wird es sonst happig. Der Boomerang Tower kann erweitert werden. Schauen wir, was da gibt. Es gibt das. Das ist gegen Camouflax. Das brauchen wir eher weniger. Und das hier, aber das ist gesperrt anscheinend. Okay. Dann weiter geht's. Runde 52 inzwischen. 57 bringt übrigens die Bananenfarm. Jede Runde. Oh, oh, oh. Wir brauchen den dringend. So, der Sniper macht die Camouflax gleich down. Ich glaube, das sind Camouflax. Ja, diese Bosse sind schon, ja, saftig, sag mal so, die hauen schon rein. Aber es geht, es geht. Vielleicht wäre nicht schlecht, statt dem Supermonkey eventuell den hier und total ausbauen natürlich. Was wir jetzt auch machen, ich möchte den ein bisschen zurück hier, dass er hier nur hinspuckt. Weil die gehen hier, 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 warte mal, hier und hier kommen sie frühestens raus, das heißt hier. Das heißt, wenn ich den hier hingebe, ist es optimal. Den werden wir auf das Maximum. Zack, zack, zack. Vor dem Supermonkey noch. Los geht's, Runde 54. Runde 55. Wie viel brauchen wir hier? 14.000. Das schaffen wir bald. Runde 56. Ich denke, jetzt werden wir die 14.000 auf jeden Fall haben. Noch in dieser Runde. Und dann spuckt er extrem schnell diese Dinger hier. Das hilft dann schon. Oh, haben wir noch nicht. Runde 57. So, kriegen wir jetzt diese 14.000 zusammen. Das haut schon ordentlich rein. Wir haben's. So, und jetzt gibt er richtig Gas. Runde 58. Jetzt spuckt der Spikes aus wie Sau. Da kommen die Bosse auch nicht mehr weiter. Das ist eine gute Sicherheit da, der Tower. Und er spuckt nur hin, hier hin und die müssen da vorbei. Ja?
das Wichtige ist, dass sie immer am Rand sind, weil hier in der Mitte kann ja der die kaputt machen, sodass die Spikes hier halt praktisch als Sicherheit noch dienen. Also so der Plan zumindest. Ne? Runde 58, haben wir? Als nächstes ist aber wirklich ein Superman gefällig. Oder wir könnten auch mal den Staubsauger hier probieren. Also den ein bisschen leveln. Werden wir auch tun, dass der ein bisschen gelevelt wird, weil den haben wir ja noch nicht so viel benutzt praktisch. Saugt der überhaupt was? Nee, der kriegt gar nichts, weil der Bomber alles platt macht. Runde 59. Wir kriegen Kohle ohne Ende. Das schreit hier nach einem Supermarkt langsam. Eventuell den da. Das ist noch nicht so schlecht. Runde 60. So, der räumt gleich mal ab hier. Aber ist in Ordnung. So. Oh, 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 oh. Wir nehmen jetzt das hier. Das ist sicher, sicher. Na, jetzt geht's ordentlich rund, Runde 61. So, haben wir genug für den? Ich würde den gerne aufs Max updaten. Nein, haben wir nicht. Der hat noch immer nichts erwischt. Naja, der wird schon. Stirbt ihm alles, bevor er es einsaugen kann. Runde 62. So, jetzt werden wir den updaten. Runde 63. Runde 63 immer noch. Ja, die Spike Factory, die unerschöpflich ist die. Runde 64, ich nehme das mal zur Hilfe, den Orbitalschlag. So, der Staubsauger kann abgedatet werden. Das nehmen wir doch glatt. Zack. So, wir haben jetzt Runde 65. Ich verkaufe den jetzt und kaufe mir einen Supermonkey, denn sicher ist sicher. So, so, gleich auf Stärke. Und noch ein bisschen Range noch. Welche Runde haben wir? 65, die letzte. Ah, ich denke, da wird nichts mehr passieren jetzt. Den Sieg haben wir in der Tasche. Da sind so viele Spikes, nicht mal ein roter Boss könnte dadurch. Vielleicht sogar ein grüner würde aufgehalten werden. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich. Schreibt einen Kommentar, ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi Let's Play. Tschüss.